Hi. Sieht aber nicht schön ausgekiet. Ich bin noch zu hoch, merke ich. Was geht? Wie geht's? Warum geht's? Wohin geht's? Weiß man alles nicht. Muss, glaube ich, ein Stück runter. Jetzt besser. Versuchen wir mal, das hier ein bisschen rauszukriegen. Das Mikro kann ja hier ein bisschen zu sehen sein. So. Schön. Ich habe es endlich hingekriegt, mein Greenscreen an die Decke zu machen. Keine Ahnung, wo ich denn überhaupt hin. Ach, ich muss hier weiter auf den Berg, genau. Wir haben natürlich hier neue Sachen, die wir erkunden können. Es aber nicht müssen. Aber wir können. Und ich weiß, es gibt hier noch ein Gebiet. Ich weiß nicht, ob die zusammengehören oder nicht. Es könnte durchaus sein, dass das hier, ne? Wir werden aber erstmal versuchen, hier nach oben zu kommen. Warum? Weil es ist ganz wichtig, dass wir das schaffen. Denn. Ah! Die Reaper kommen. Was bist du? Der Radarpilz. Erstmal drauf schießen. Was machst du? Du machst sowas, okay. Alter, wie fucking geil das aussieht hier. Das ist eine schöne Mischung aus so Präriefläche und Nicht-Präriefläche, würde ich sagen. Ja. Bist du einfach genailed? So ist es. Sind aus. Okay. Alles nochmal neu. Das habe ich ja nicht gesehen, ne? Jetzt ein bisschen. So. Outhacked, würde ich sagen. Das Ding ist da unten. Ach du Scheiße, das ist natürlich ungünstig für mich. Ich würde jetzt halt gern machen, ohne dass die mich sehen, aber diese Wachgeschütztürme sind nervig. Ja, es hat alles. Ne, die Flakgeschütze sind mir egal. Ich muss da rein, okay. Nie drin. Das ist schon mal besser als gerade. Muss drauf, einfach ziehen. Ich kann da ran. Ich werde es finden. Hab hier ein Ziel. Den erstmal schön rausziehen. Bin nicht mehr auf dem Keks. Okay, das wird immer noch schwierig. Den muss ich auf jeden Fall deaktivieren. Oder? Wobei, der ist draußen. Welcher hat mich gesehen? War das der da? Das ist natürlich scheiße, weil hier bin ich halt übelst offen. Alle können mich sehen. Sehr blöd. Der da vor allem ist nervig. Richtig, richtig nervig. Und da komme ich halt auch nicht so einfach ran. Darf mich keiner sehen. Bitte nicht.
Zack. Da bräuchte ich so einen Extender, ohne Witz, ne? Weil irgendwie müsste ich versuchen, darüber zu kommen. Weil der Turm sieht mich definitiv. Und wenn ich den angreife, aber ich habe ein Problem, würde ich mal sagen. Okay, aber ich kann, warte mal, wenn der wieder weggeht, kann ich die theoretisch runter schnell. Der ist weg. Schnell weg und dann gehe ich wieder rüber. Nö. Ich fand die lecker. So, ich muss da hoch. Ich sehe ihn da hinten. Tja. Aber wir wissen ja, wie wir da ungefähr hinkommen können, ohne dass die mich sehen. Ich habe heute so viele getötet. Ich habe aufgehört zu zählen. Huch. Na gut. Weg. Der geht, glaube ich, auch gleich weg. Oder? Schnell Turntables. Ich weiß nicht, ob die wiederkommen. Gar keinen Bock drauf. Und weg. So. Alright then. Pipeline, die ist da hinten. Hier wird es, glaube ich, schwierig, weil hier sind jetzt relativ viele von denen. Rumwalken. Es ist halt nicht so weit weg, ne? Wo ist denn der? Ist der jetzt noch hier oben oder ist der jetzt hier? Was ist denn da hinten? Achso, mein Marker. Hi. Ich bleib mal kurz hier unten. Ich muss halt da hoch. Unseen am besten. Sobald er weg ist, geht's hoch. Jetzt haben die mich gesehen, ärgerlich, wo muss ich denn hin? Warum haben die mich jetzt gesehen? Das ist doch scheiße. Hi. Ja, ich weiß nicht, wo ich hin muss. Schade eigentlich. Man hätte es auch gut schaffen können. Wisst ihr? Aber irgendwie wollte das Spiel nicht. Das irgendwie ganz klar dem Spiel auch die Schuld geben. Auf jeden Fall. Ich hebe hier irgendwas auf. Ich weiß nicht genau was. Gehe hier und ich glaube, das war's. Naja. Geschafft ist es trotzdem. Ich würde gerne mal wissen, wie viel Luftqualität ich jetzt hier schon habe. Ein Tier, Alter. Hm.
Ich hätte gehofft, mit einem Schuss das hinzukriegen. Hm. Aber das hat auch ein neues Tier, ne? Aber ich habe einen verhangenen Wald, musst du Fleisch und Haut schnell einsammeln, ansonsten befällt. Oh, echt? Lol. Arschloch. Es sieht halt anders aus. No. Ich habe jetzt noch nicht wirklich was dazu gesehen. Naja, also wenn die das jetzt nochmal verschieben, ich glaube, dann können sie es behalten. Würde ich sagen. Mal gucken. Ich habe nur ganz kurz mal was gesehen, aber noch kein wirkliches Gameplay, muss ich sagen. Hat mich jetzt nicht interessiert. Hey. Da bist du ja. Yes. Ria hat mir von deiner Flucht erzählt. Deine Navi-Instinkte waren hilfreich. Es tut gut, dich zu sehen, Sotlek. Ich lebe noch. Dank Bill. SOT geht halt einen eigenen Stil so, ne? Für mich. Für uns. Der Idiot ließ mich ihn nicht retten. Er ist nun bei seinen Ahnen. Bestimmt. Aber ich wünschte, es wäre anders. Ja, aber ich bin froh, dass du da bist. Unverletzt, hoffe ich. Der verhangene Wald ist tückisch. Der Nebel hier kann tödlich sein. Kommt wohl von der RDA. Die vergiften alles. Auch hier. Hoffentlich sind wir hier sicher. Für eine Weile. Ich ruhe nicht, bis die Himmelsmenschen für ihre Taten bezahlen. Wir haben so viele verloren. Hoffentlich werden es nicht mehr. Mache mir Sorgen um Nor. Er war unruhig vor der Explosion. Beschuldigte Alma. Hat er was zu dir gesagt? Nein. Aber ich sehe die Dunkelheit in seinen Augen. Sein Groll frisst ihn auf und alles, was noch Navi an ihm ist. Er ist an einem schlechten Ort. Kannst du mit ihm reden? Ehrlich gesagt, will ich nicht, dass es mir auch so geht. Hat der Essensmarken dran oder so? Das sieht ein bisschen danach aus, ne? Jemanden zu verlieren ist nie leicht. Ja. Lass uns überraschen, ob es kommt oder nicht. Ich werde es mir nur eventuell angucken. Mal gucken. Irgendwann ein bisschen nach. Minigo, aber schauen wir mal. So schön, dich zu sehen. Deck des Widerstand. Hallo. Ich kann dich nicht auch noch verlieren. Du lebst noch. Ja. Ja. Wie geht es dir? Ganz ehrlich? Nicht gut. Kaum noch Verpflegung. Und es macht mich nervös, mitten im Kamet-Ire-Gebiet zu sein. Warum? Sind sie gefährlich? Sotlek sagt, sie mögen keine Fremden. Und laut Alma kann man ihnen nicht trauen. Und warum? Ich hätte fragen sollen, aber ich denke jetzt erst daran. Vielleicht nur ein Gerücht. Oder sie mögen keine Menschen. Noch ein Clan, ne? Hast du über Daylan nachgedacht? Ja. Geben wir ihm etwas Zeit, aber Nor muss es nicht wissen. Er ist schon aufgekratzt und das würde es noch schlimmer machen. Ist Lügen denn nicht noch schlimmer? Nur für jetzt. Bis wir es unter Kontrolle haben. Okay. Ich sehe nach Nor. Ich glaube, für mich ist im Februar nur ein Spiel. Das dürfte Horizon sein. Kommt dann im Februar, ne? Ich glaube schon. So, erstmal gucken, was habt ihr hier? Ich meine, jetzt seid ihr umgezogen, jetzt habt ihr schon neun. Einfach neu. So. Key-Tür ist ja gut, ey. Chill mal deine Base, Junge. Hier kann ich Zeit nehmen. Handeln. Wählweise. Ja, ich wähle. Oha! Och, das ist doch echt eine gemeine Gemeinigkeit hier. Jetzt muss ich kurz gucken. Ich habe nur 5. Hm. Mein schwerer Bogen ist das. Mein normaler, das ist der Langbogen. Oder war das ein Kurzbogen? Nee, es war ein normaler Langbogen, oder? Boah, das würde mir ja schon gefallen, ey. Ah, das würde mir schon gefallen, aber ich habe auch nur 5 von diesen Dingern. Wählweise. Nee, das ist ein Kurzbogen. Ach, Schmutz. Ich will keinen Kurzbogen.
Ich will einen Kurzbogen eigentlich gar nicht benutzen, weil ich dieses... Oh, das ist halt auch gut, ne? So ein grimmiges Gewicht. Aber mir ist das Suicide Squad und Banisher Ghost of New Eden. Ah, Suicide Squad, weiß ich nicht. Also nach dem ja quasi Debakel von Gotham Knights, boah, ich bin mir nicht sicher, ob ich mir das Spiel angucke, bin ich ganz ehrlich. Weil, wenn das ähnlich wird, ne, gar keinen Bock. Also ich will den aber gar nicht haben. Die kriege ich, glaube ich, einfach so. Ich hole mir jetzt den schweren Bogen, ist mir egal. So, zack, Rück auf. Die hole ich mir jetzt, dann kann ich mir die auch selbst machen. Dann. Gib acht. Ja, gib acht. Gute Nacht. Das muss ich mir, glaube ich, auch nochmal angucken. Jetzt warte auch nicht. Der boostet mich auf jeden Fall in neue Sphären der Schwierigkeit. Ich brauche hier auch unbedingt neue Mods und sowas, ne? Der ist schon gut, Alter. Der ist schon echt gut. Ich brauche einen neuen Langbogen. So, aber irgendwie brenne ich gerade, habe ich das Gefühl. Den ist auch egal. Okay. Ich kann nichts davon machen. Der ist possible, dass der mehr macht. Stelle nach Töten eines Gegners 10% Energie wieder her. Verursache 30% Schaden für 20 Sekunden und dem Sichtkontakt zu feindlichen Gegnern. Okay, bla bla bla. Der ist aber auch nicht so scheiße. Hier brauche ich halt nur noch eine Sache, ne? Ein beliebiges Horn. Hier brauche ich noch zwei Sachen. Der ist natürlich besser. Besser nicht. Der kann... Oh, das ist ein Granatpfeil. Okay, das ist nice. Der kann besser sein. Ein Horn. Uff, okay. Gibt's hier ein Versteck zufällig, Jungs? Wo ich meine Sachen drin hab vielleicht? Da hinten? Habe ich ein Horn? Waffenmaterial. Nee, du bist Haut. Du bist eine Muschel. Du bist ein Zahn. Bist du ein Horn? Nein. Sag mal, warum habe ich denn kein Horn hier? Okay, das ist ärgerlich. Aber ich glaube, ich mache den anderen, weil der kann potenziell mehr Damage machen. Ich brauche halt nur noch ein gutes Horn eigentlich, ne? Okay. Guck mal gleich, was da oben ist. Ich will mir nur ganz kurz die Sache mal auf meine Dingsliste. Dingsliste, genau. Hier könnte ich auch gucken. Das wäre halt auch schon strong, glaube ich. Das wäre auch strong. Da habe ich aber nicht das, was ich brauche. Ich habe halt wieder mal keinen Moos. Ohne Moos hat einfach auch gar nichts los hier. Der ist gar nicht so viel besser. Ja. Also die Farben werden nicht richtig dargestellt, ne? Nur, dass man sich da jetzt nicht wundert. Aber der sieht tatsächlich ganz geil aus. Ich verstehe, das ist der von ihrem Volk. Aber den finde ich jetzt auch nicht so geil. Also der hat eine Garantie. Garantiert ist der auf jeden Fall nicht schlecht. Der kann von 38 bis 178 Gesundheit. Kommt drauf an, was du, glaube ich, für Gegenstände nutzt. Ich würde den, glaube ich, sogar herstellen. Ich muss einfach mal Herstellung machen, ey. Okay, das Ding ist tatsächlich ganz geil. Segelflug Pantherzahn. Habe ich das nicht sogar? Aber ja, stimmt.
kann man jetzt auch nicht widersprechen. Aber ich finde, hier passt das generell ganz gut, weil die Clans halt ja auch so immer ihr eigenen Stuff tragen. Ne? Die sind ja sehr darauf bedacht, so hier so eine Scheiße zu tragen. Deswegen. Aber wie gesagt, auch alles gut. Blutblattrinde. Habe ich das Ding nicht auch gehabt? Segelflug Pantherzahn habe ich, glaube ich, nicht. Aber ich habe doch einen Zahn gehabt, oder nicht? Nee? Nee. Ach, du bist ein Echo-Schreider. Ich muss irgendwann gucken. Definitiv gucken. Ich will mir trotzdem ganz kurz den Bogen mal hier drauf packen. Welcher Bogen war denn das? Nee, war das überhaupt ein Bogen? Das war der Bogen, ne? Ich brauche nur ein gutes Horn. Wenn ich ein gutes Horn habe, kann ich auf jeden Fall das Damage boosten. Erstellung mal beginnen. Jagdbuch. Ist egal was. Hauptsache, ich habe ein Horn. Hammer Kopfhorn. Da kann ich schon gute Sachen kriegen. Habe ich aber nicht. Blöd. Habe ich sogar ausgewählt. Perfekt. Echt kein Horn, ey. Schade. Na gut. Ja, nee, ich wollte da hoch. Ich wollte gucken, was da oben ist. Hier muss ja noch mehr Händler geben. Geht's denn hier hin? Na, guck mal, hier sind noch ein paar Kisten. Inventar ist voll. Immerhin hast du es rausgeschafft. Okay, hier ist absolut nur ein Ausgang. Wow, hier wollte ich jetzt auch rauf. Okay, na dann. Muss halt einfach mal equipmentmäßig checken, was ich alles habe. Beziehungsweise was eventuell besser sein könnte. Wo muss ich denn jetzt hin? Diese Verbrennungen in der Lunge. Einmal finden, okay. Machen wir. Mehr Ausrüstung? Mehr Ausrüstung? Nö. Genau. Der beste Bogen. Den Bogen, den ich gerne haben, der ist super. Waffenmäßig haben die irgendwie gar nichts. Nix. Müssen noch besser sein eigentlich, oder nicht? Und das ändert sich hier einfach nicht. Obwohl, die ist gut, Alter. Ich meine, die macht 16 Schaden. Das Sturmgewehr auch. Ich hole mir das jetzt einfach, ist mir egal. Würde ich sagen. Und dann haben wir noch das, aber ich glaube, so viel Ersatzteile habe ich gar nicht. Zack. 79. Reicht halt nicht ganz, ne? Ich finde ein bisschen schade tatsächlich. Pass gut. Dass ich nicht verkaufen kann. Nee, hier wollte ich gar nicht hin. Okay, die Waffe ist echt nicht besser. Hey. Macht gar keinen Unterschied. Ist ja weird. Also ist schon besser als das, was ich hatte. Naja. Auf dich auf. Ich würde halt gern verkaufen können. Hier, sieh dich gerne um. Warum kann ich nicht verkaufen? Na, egal. Pass gut auf dich auf. Oh ja. Mach ich. Ui, aber groß hier, du. Hast du irgendwas Cooles? Was darf es heute sein? Objekte. Das ist schlechter. Das ist besser. So viel habe ich nicht mehr. Scheiße. Alter. Boah. Da sind schon nice Sachen dabei, aber wenn wir uns selber so was da sagen, dann ist egal. Wir müssen alles so schnell wie möglich an den Start kriegen. Wo bin ich denn? Jetzt kann ich gucken. Bei 59% bin ich erst. Das ändert an der CO2-Bilanz absolut gar nichts. Gut. Oh,
du bist in Sicherheit. Yes. Aber wir müssen reden. Ja. Hey. Machen wir doch gerade. Oma, ist sie... Sie ist stabil. Mehr können wir gerade nicht tun. Sie hatte große Schmerzen. Wir haben sie sediert. Wird sie es schaffen? Sie muss, aber ich bin keine Expertin für Navi-Physiologie. Hajir wüsste, was zu tun ist. Ich kann nach ihm suchen. Hajir ist tot. Scheiße. Oh nein. Ist doof, also ist tatsächlich auch? Doof. Das tut mir leid. Wie ist das passiert? So viele Opfer. Kann ich denn irgendetwas tun? Ich weiß nicht, es ist komplex. Diese Lungenverbrennungen sind schwer zu behandeln. Unsere Medikamente helfen kaum. Alle leiden und ich kann nicht helfen. Wasser drauf, dann geht er schon. Soll ich nachsehen? Vielleicht finde ich etwas Nützliches. Ja, vielleicht. Ich glaube, Nor hat geholfen. Was muss ich jetzt machen? Er schleicht irgendwo da hinten rum. Ich muss mich um Alma kümmern. Macht was. Sorry. Sorry, but no sorry. Halt, stopp. Ich hab das genau gesehen. Brauchst du irgendwas? Weiß ich nicht. Ich hab hier gerade gut zu tun. Woran arbeitest du? Das wird eine Gedenkstätte. Für die, die wir verloren haben. Ich muss mich ablenken. Irgendetwas tun, erschaffen. In meiner Traurigkeit. Ja. Eine schöne Idee. Kann ich helfen? Es gibt gutes Holz in dieser Region. Solek fand es. Daraus mache ich Regale für Fotos und Andenken. Solek meinte, es gibt einen Nektar, mit dem man kleine Laternen machen kann. Kannst du mir den Nektar bringen? Nee. Natürlich. Solek hat den verhangenen Wald bereits erkundet. Kann ich anscheinend schon. Ja, er meinte, man findet ihn in Ameisennestern. Hoffentlich findest du welchen. Ich muss jetzt weitermachen. Ja, was zum Kochen haben. Aus einem, a little bit hungry. Und zwar recht doll hungry. Schon versucht, reagier nicht auf die Medikamente. Haben wir hier? Weil irgendwo muss ich doch kochen können. Die können ja nicht sagen, ich kann ihn nicht kochen. Also wie wat wo? Muss doch essen. Am Ham. Denken die sich aber wahrscheinlich ein bisschen anders. Stolz, dass wir den Bohrturm gestellt. Priya und ich haben die Daten der Sessua mit jedem RDA-Bericht abgeglichen, in dem Sturmgleiter vorkam. Du bist nicht der Erste, der dem schwarzen Wind entkommen ist. Ich muss Priya was essen. Denkt, dass Verschmutzung sie in den Kinglor-Wald trieb. Dort wurde ihr Partner von der RDA getötet. Sie rammte einen Skorpion, um ihn zu retten, und wurde vom Rumpf getroffen. Knack. Das hast du gefunden. Ja. Sie muss so sehr leiden. Ein verständlicher Schmerz. Aber sie verursacht Chaos in der Höhenprärie. Tötet andere Sturmgleiter. Die RDA hat sie vertrieben. Jetzt weiß sie nicht mehr, wo sie hin soll. Sie braucht ihren Frieden. Ich hoffe, das hilft. Ach, mit dir soll ich reden. Jo, Noah, was geht? Knortütensuppe. Ich bin froh, dass du zurück bist. Danke, es war knapp. Geh ich gleich woanders hin zum Kochen. Ich wollte nur sehen, wie es dir geht. Warum fragt mich das jeder? Gibt es sonst noch irgendwas? Weil du zum Halb bist. Alma hat Ritnella gesagt, dass den Kametire nicht zu trauen ist. Weißt du etwas über sie? Das stimmt nicht. Kametire sind scheu, aber gute Heiler. Hoch angesehen unter den Na'vi. Wirklich? Würden sie beim Heilen der Verletzten helfen? Vielleicht. Mein Vater holte oft Heilmittel von ihnen. Dann muss ich sie suchen. Ihre Höhlen sind versteckt. Aber wir trafen immer einen Kräuterkundler im Kametire-Lager. Nicht weit von hier. Weißt du noch, wie man dorthin kommt? Ein Fluss verlief im Schatten der schwebenden Berge. Der Weg war mir immer zu anstrengend. Aber mein Vater lockte mich mit Geschichten über den Sanften. Eine seltene Kreatur aus diesen Teilen. Ich erinnere mich aber nicht mehr. Das sollte reichen. Ich melde mich per Funk, wenn ich da bin. Ich hasse die Dinger. Aber gut. Ich muss mich mit Ewa verbinden und von den Ikran-Reitern der Kametire lernen. Mir fehlt meine Partnerin. Solek hat mir einen verlassenen Ort in der Nähe gezeigt.
Ich sollte mich mit Awa verbinden, aber es war merkwürdig. Ich wollte Awa nicht mit meiner Menschlichkeit und Schlechtem verderben. Vielleicht fühlt es sich irgendwann richtig an. Ja, vielleicht. Das ist auch so ein Dödel, ne? Verlasse diesen Weg und folge dem Pfad nach links. Pass da draußen auf dich auf. Jip, jip. Okay, kann ich hier vielleicht kochen? So, Leck kennt die Antwort vielleicht. Nö, irgendwie nicht. Ach, scheiße. Ungünstig? Aber ich muss eh hier hin, ne? Vielleicht kann ich auch einmal kurz hier irgendwo. Weil hier gibt's ja Kochutensilien. Hier gibt's überall noch kleine Lager. Hier ist was, da ist was, dort ist was. Ja, wir gucken einfach mal, weil wir kommen in ein Lager, da kann ich bestimmt kochen. Jetzt ruft doch nicht schon jetzt. Ich bin doch noch auf dem Weg, Mensch. Die ist doch jetzt ganz woanders. Ich werde zurücklaufen, toll. Kernherausforderung abgeschlossen. Schön. Wo ist sie denn gelandet? Na, mein Mädchen, was geht? Jetzt kann man ja auch endlich wieder fliegen. Nice. Schön. Das heißt, geht genau mit dem gleichen Scheiß weiter wie sonst auch. Ein Heiler, der etwas am Feuer gemacht hat. Nicht lang her. Oh. Da ist etwas im Nebel. Die Teile passen zusammen. Eine Wildscheuche. Das Gewicht des Wassers dreht den Arm. Beim Fallen macht er ein Geräusch. Ein Kamm mit Dere Heiler war vor kurzem hier. Ich könnte die Wildscheuche reparieren. Das Geräusch lässt ihn vielleicht zurückkommen. Und er hilft mir. Okay, wie mache ich das? Einfach so. Alles klar. Ich hätte Sensor zeigen können. Also. Nun denn. Das lief exakt, wie ich es vorhergesehen habe. Faszinierend. Hallo. So. Danke. Bin auch oft von mir beeindruckt, muss ich dir sagen. Von dir kann ich nichts nehmen, aber ich kann meine Pfeile wieder holen. Danke. Bist du verletzt? Nein. Du kämpfst wie ein Sesua. Also, zumindest glaube ich, dass sie so kämpfen. Hast du schon mal einen gesehen? Hab ich. Faszinierend. Warte. Du bist Zarentu? Oder hat der Yahweh mich erwischt? Das bin ich. Aber was ist der Yahweh? Ein Nebel, der deine Kehle verbrennt und dein Hirn verwirrt. Ich bin eingetaucht, um ihn zu studieren. Verlief mich und bin den Schreien gefolgt, um zu flüchten. Hm. Yahweh. Habe ich schon mal gesehen. Wie entsteht er? Keiner weiß es. Er entstand nach dem Verschwinden der Sarentu. Manche denken, Awa versucht, die Kamethere zu strafen. Unsinn. Du bist Kamethere. Ich brauche die Hilfe eures Heilers. Unsere Zahik Anufi? Oh nein, sie empfängt niemanden. Würde sie mich empfangen? Meine Freunde sind krank. Bitte. Mokassar verbietet Besucher. Aber sie sind Sarentu. Ist das gut oder schlecht? Sie haben mich zweimal gerettet. Gut, ich werde euch helfen. Aber niemand darf es wissen. Wie finde ich das Zentrum? Gut. Segle mit deiner Partnerin über den See und weiter, bis du den Fels siehst, den wir Ikran-Kopf nennen. Flache Spitze, Nase gen Horizont. Danke. Übrigens, wie lautet dein Name?
Ich bin Okul, aber denk dran. Falls jemand fragt, ich habe dich nicht zu den Höhlen geschickt. Nein, 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 natürlich. Also, Quatsch. Gut. Tipptopp. Ist das doch tipptopp. Sag ich mal. So, jetzt wissen wir zumindest, wo es hier weitergeht. Aber das interessiert mich jetzt auch erstmal gar nicht weiter. Ja, ja. Ist das so ein Kampf-Exo? Wir müssen ja nicht wissen, dass ich hier bin. Zack. Nicht fertig. Okay, dann müssen sie es wohl doch wissen. Ach, scheiße, auf der anderen Seite, ja, blöd. Als ob das nicht getroffen hat. Schnauze jetzt. Dann warte ich kurz. Puff. Fertig. Ich finde die beiden, die ich brauche, glaube ich, auch eher so. Irgendwo hier. Also die, die hier einfach so rumlaufen. Ich glaube, da müsste ich eher gucken. Wobei, ja, das ist alles in der Nähe irgendwie. Achtung an das Personal. Es wurden AW-Hinterhalte in dieser Region gemeldet. Bleib wachsam. Vergiss nicht, ihr seid ja auf Pandora. Achtet auf eure Kollegen und sie werden auf euch. Jetzt kommt der her. Ich glaube, es hackt. Ich habe hier. Ich renne jetzt einfach schnell. Ja, mit einfach so mal schnell irgendwo hinrennen ist schwierig. Der Turm ist zwar natürlich unter meiner Würde. Aber er ist trotzdem schwer. Oh, ehrlich sein, ne? Komm schon, zack. Ich kann auch einfach schnell irgendwo hinrennen. Geht auch, also, ja. Komm. Wieder hoch. Okay. Das war's. Die haben mich jetzt gesehen, okay. Mea culpa, aber ist egal. Dafür habe ich den recht schnell ausgeschaltet. Aber der war schon richtig, ne? Der führt mich da lang, aber der führt mich da einfach wieder zum Tod hin zurück. Oder soll ich da oben rauf? Das kann natürlich sein. Wenn ich das Ding finde, weiß ich, ich bin richtig. Das Totem ist... Es überblickt das Land. Wie... dieser Baum? Es ist groß. Sehr groß.
Aber der Baum ist... Er ragt nicht über dem Land auf. Nicht imposant. Ja. Er ist eher... Klein und schmächtig. Wie sagt man? Wachsam, genau. Ach so. Eine Art Beschützer? Ja, ja. Tiefe Wurzeln. Robust. Sie nähren das Land. Ja, das ist ein Beschützer. Ah, und dann wieder aus so einer Bucht beobachten, oder was? Ja. Was ist das? Naja, jetzt habe ich die Achte auch. Mal gucken, ich glaube, das geht ja auch noch weiter. Wie in einem Kampf? Weil Konflikte in der Natur unvermeidlich sind? Aber das Totem steht zwischen ihnen. Als ob es sie am Kampf hindern will. Gehen die Sarentu so mit Konflikten um? Fördern wir den Frieden, statt uns auf eine Seite zu stellen? Oh. Klappt das wirklich? Ja. Gut. Oh, ups. Jetzt müsste ich die 8 haben, ne? Diese Kommandodinger da, die Spitzen. Ach so, warte mal. Kann ich vielleicht eigentlich auch mal machen. Wir kämpfen weiter. Für alle, die wir verloren haben. Es gibt so. Hallo. Zurück mit ein paar guten Ideen, wie man den Holotisch stabilisiert. Das Ding hasst mich. Mit Holotischen kenne ich mich leider nicht aus. Da sind wir schon zwei. Sorry, dass ich gereizt bin. Alles ein bisschen viel gerade. Oh. Ich weiß. Wo liegt das Problem? Was kann ich tun? Ich denke, ich habe ihn jetzt richtig kalibriert. Könntest du bitte den Stromkreis da drüben wieder herstellen? Ich überwache das Ganze von hier aus. Klaro. Riech hin. Wo ist er? Wo muss ich hin? Welchen? Den? Warte. Ach du Scheiße, wo ist der? Hier nicht. Geschafft. Oh, nee, das sonst könnte. Ich sollte lernen, wie man schießt. 62%. Oh nein. Hm. Nein. Das ist nicht gut. Das ist sogar übel. Es gab wohl einen Stromstoß durch die Überlast. Was soll ich tun? Okay, schnell. Hack die zwei Hilfsrelais, damit ich dann den Strom direkt umleiten kann. Okay, wo sind sie? Für das erste. Jetzt. Ja, keine Ahnung, wo sie sind. Jung. Herr Mädchen. Sicherheitslevel over 9000, ey. Erledigt, aber damit habe ich es wohl schlimmer gemacht. Nein, 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 haben wir den Holotisch zerstört? Ich schiebe Panik. Ja. Wir könnten uns in den zweiten hacken. Oder geht dann einfach alles hoch? Mach einfach und bitte. Du bist raus. Geh doch da lang. Gerettet, denke ich. Ey, vor allem 62%. Ich habe schon so viel kaputt gemacht, ne? Frech. Du hast es geschafft. Der Holotisch, er funktioniert. Super. Eine Sache abgehakt. Oh nein. Ist was kaputt? Ja, der Stromstoß hat... Ja, er hat die Kommunikation lahmgelegt. Glaube ich zumindest. Ach, naja. Ich schau mir das an. Wir kennen, na egal. Wir kennen uns damit zwar nicht aus, aber wir machen das trotzdem. Nordwestlich außerhalb der Höhle des versteckten Widerstands. Kappe. Danny wäre stolz, dass wir den. Also, ich muss hier raus und dann nach oben. Ja. Machen wir. Es geht. Hier herrscht Chaos. Ja. Die Hälfte ist tot. Ja.
Mercer hört nicht auf, bis auch wir tot sind. Ja. So wie Ahari. Widersetzt du dich ihm, zerquetscht er dich. Ne. Typisch Mercer. Wir können ihn bekämpfen. Das sagt Sorlek auch. Aber... Nor? Werden sie uns ewig alles nehmen? Ja. Alle sind nervös. Aber wir stürzen uns wieder in diesen Kampf. Ja, genau. Ich bin okay. Mach dir keine Sorgen. Natürlich doch. Du bist okay. Ist klar. Okay. Was ist passiert? Ray. Okay, wir schaffen das. Na klar. Alles wird gut. Verwende dein Set, um dich ins Steuerzentrum zu hacken. Dann kann ich es vielleicht von hier aus neu starten. Habe ich schon in der Hand. Scheiße. So, hab ich. Ja, wir haben es geschafft. Geil. Alles wieder online. Freut mich. Oh, wow. Das war knapp. Super. Kann ich noch was tun? Für mich nicht. Aber Alex braucht Hilfe bei den Pflanzen. Nachdem ich fast einen Holotisch zerstört habe, lasse ich lieber die Finger davon. Vielleicht kannst du helfen. Wir brauchen gerade. Na klar. Da kann ich auch einfach runterspringen, da brauche ich jetzt nicht unbedingt. Schauen wir mal, was der Alex. Alexander? Alex? Alexio? Schon mal Alexio will. Und vor allem, wo er ist, dahin. Die RDA ist immer. Steht einfach auf dem Bett. Läuft. Priya sagt, du brauchst meine Hilfe. Oh ja. Hilf mir aus diesem Bett raus. Lenk bitte Nalin ab. Dann kann ich endlich raus. Du stehst doch schon. Nein, nicht damit. Ich meinte mit deinen Pflanzen. Und du hörst auf Nalin und ruhst dich bitte aus. Ich fühle mich nutzlos. Ich konnte niemandem mehr helfen. Ich muss jetzt etwas tun. Vielleicht bist du nutzlos. Sorgen, sofort etwas anpflanzen. Vielen geht es so viel schlechter als mir. Wenn du dich jetzt nicht ausruhst, wird es vielleicht schlimmer und Nalin steht noch mehr unter Druck. Sag mir, was soll ich tun? Okay. Zuerst musst du die Kabel der Lampen reparieren. In der Höhle sind sie besonders wichtig. Mach ich, wo sind wo? Was? Wie? Kabel, Lampe? Lampenkabel? Keine Ahnung, wie Anofi das mit dem Rauch gemacht hat. Hört sie sich toll an. Repairing. Erledigt. Alex, was jetzt? Die Lampen sind repariert. Beeindruckend. Ich würde gerne helfen. Lass mich das machen. Was jetzt? Oh, jetzt die Samen. Pflanz sie in das Nährmedium. Aber nicht zu tief. Und dann schalt die Sprinkler an. Vergiss den Part besser nicht. Ja, mach ich. Bin ich da dabei. Gewächshaus. Ach, Scheiße, wo ist denn das Gewächshaus? Ja, im Gewächshaus? Wo ist das denn? Da ist noch was rot, ne? Ist hier das Gewächshaus? Ah ja, nehmen. Wo muss das rein? Da? Da? Hm? Was? Hä? Wo soll das hin? Ach, ich muss die finden. Oh Gott, der hat die überall hingelegt, ne? Na, super geil. Klasse. Richtig Bock drauf. Das waren 3 Stück. Wollte ich nur mal gesagt haben, falls ihr nicht zählen könnt. Wovon ich jetzt leider doch ausgehen muss. Dass Ubisoft diese Fähigkeit nicht erlernt hat. Wir kämpfen weiter. Für alle,
die wir verloren haben. Fertig. Jetzt das Wasser. Wassermarsch. Es gibt, funktioniert. Mal sehen, ob Alex noch was braucht. Ist das nicht ein bisschen viel Wasser? Oh, hi. Das Gewächshaus ist wieder bereit. Ich gleich hier nehmen an. Großartig. Ich kann mich endlich mal wieder nützlich machen. Wirst du. Alle erholen sich noch. Stimmt. Der arme Jin Yang lenkt sich mit dem Schaffen einer Gedenkstätte ab. Er ist total verloren ohne Dani. Wir sind alle irgendwie verloren. Ruh dich aus. Gute Idee. Ach stimmt, das war ja das mit der Gedenkstätte hier, ne? Nur ganz kurz. Aber das habe ich, glaube ich, auch gemacht schon. Oder der noch irgendwas, ich weiß auch gar nicht mehr, wer das ist. Jin Yang. Das war irgendein Typ, mit dem habe ich auch geredet, aber... Weiß nicht mehr, wer Jin Yang ist. Du warst Jin Yang. Glaube ich. Stolz, dass wir den Bohrturm ich habe Priya und Alex geholfen. Oh, sehr gut. Es sind die kleinen Dinge, die glücklich machen. Ja. Bald wachsen hier wieder Pflanzen. Und Priya meckert nicht mehr über die Technik. Vorerst. Auch wenn es noch viel zu tun gibt, haben wir einen kleinen Schritt geschafft. Wir müssen uns auf das einstellen, was uns tschüss erwartet. Dann geht ihr einfach weg. Rede mit mir und geht weg. Kennt man. Okay. Ja, schön. Haben wir das doch auch abgeschlossen. Ja. Dann bedanke ich mich und würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Wenn ich wahrscheinlich vielleicht ein bisschen was wieder gemacht habe. Ansonsten halt auch nicht. Lassen wir uns mal überraschen, ne, was hier noch auf uns zukommt. Dann werden wir wieder ein bisschen Hauptquests machen, beziehungsweise ich werde Sammelquests wahrscheinlich auch noch ein bisschen machen. Und dann gucken wir einfach, ja, was passiert. Also, ja, ich bedanke mich. Würde ich sagen, Tschüssikowski, haut rein. Ihr seid ein tolles Team. Genau, das hätte ich mir jetzt auch fast gedacht. Und denn, ciao mit Kartoffelbrei und so.